Hey Formel-1-Freaks, es hat eigentlich sehr gut ausgesehen für Mick Schumacher beim ersten freien Training in Suzuka. Im strömenden Regen hat er nämlich den 7. Platz belegt. Er war zwar hinter Kevin Magnussen, der den 5. Platz belegt hat, aber er hat zum Beispiel beide Mercedes hinter sich gelassen. Und das ist natürlich für einen Haas super, doch es sollte schlimm kommen. Denn am Ende der Trainingssession in der Auslaufrunde, dort wo Mick Schumacher eigentlich gar nicht mehr gepusht hat, sondern eigentlich nur noch hätte gemütlich in die Box fahren müssen, da ist ihm tatsächlich das Auto ausgebrochen und er ist in die Reifenstapel gekracht. Er hat selbst dann im Boxenfunk gesagt mit zerdrückter Stimme, dass er Aquaplaning hatte und deswegen das Auto verloren hat. Mick ist Gott sei Dank unbeschadet aus dem Auto ausgestiegen, aber das Auto selbst hat einen großen Schaden und das wird wieder viel Geld für Haas kosten. Und das ist ausgerechnet im jetzigen Zeitpunkt zur jetzigen Situation von Mick Schumacher absolut kontraproduktiv. Er ist ja gerade dabei, seine Zukunft zu sichern in der Formel 1 und er ist auf dem Weg zu irgendeinem neuen Vertrag und da hilft ihm natürlich so ein Crash überhaupt nicht, vor allem weil er so unnötig war. Er war vollkommen ohne Fremdeinwirkung und er hätte ihn absolut vermeiden können. Gerade noch hat er Lob bekommen, zum Beispiel vom Williams-Teamchef Jos Capito, der gesagt hat, dass er ein super Fahrer ist und natürlich auf ihrer Liste steht und dass es, Zitat, charmant wäre, wenn Mick Schumacher bei Williams fahren würde und dass er eben erst im zweiten Jahr ist und dass auch George Russell bei Williams im zweiten Jahr noch Fehler gemacht hat. Also das waren tolle Worte von Jos Capito und tatsächlich hat auch gestern erst Günther Steiner noch Mick Schumacher gelobt. Er hat ihn dafür gelobt, dass er eben keine Unfälle mehr gebaut hat und dass es toll ist, wenn man einen Fahrer im Team hat, der eben schon 2 Jahre Teil des Teams ist und deswegen einen Heimvorteil in diesem Team hat. Günther Steiner hat Folgendes dazu gesagt: Mick hat das Auto nicht beschädigt und er hat Punkte geholt. Wie sollte ich da also Nein sagen? Es kommt auf 2 Punkte an. Punkte holen und nicht crashen. Die Weiterentwicklung kommt automatisch, wenn du punktest. Das gehört dazu, denn wenn du als Fahrer kein Verständnis hast und dich nicht entwickelst, dann holst du auch keine Punkte. Mick hat seine WM-Punkte ja nicht durch Glück geholt, sondern durch Leistung. Das habe ich immer gesagt. Die Punkte sind für mich das Resultat einer Entwicklung. Wenn man mit jemandem 2 Jahre lang zusammenarbeitet, ist das ein Vorteil. Der aktuelle Fahrer hat immer einen Heimvorteil. Wenn man also jemanden haben kann, mit dem man schon 2 Jahre zusammengearbeitet hat, ist das immer besser, als jemand Neues zu holen. Man braucht dann keine Eingewöhnungszeit. Deshalb haben wir auch Kevin zurückgeholt, weil er schon mal hier war. Er war 1 Jahr weg, aber er kannte alle und das ist immer ein Vorteil. Ja, und diese Aussagen von Jos Capito und Günther Steiner, die haben natürlich Mick gut getan und das war Balsam für seine Seele, aber jetzt, genau jetzt, ausgerechnet jetzt, hat er wieder so einen unnötigen Fehler gemacht. Das ist natürlich für seine Zukunft nicht gut, das muss ich ganz klar sagen, das könnte wirklich entscheidend sein und jetzt müssen wir schauen, was passiert. Günther Steiner hat auf jeden Fall sehr enttäuscht auf diesen Crash reagiert. Er hat gesagt, dass es viel kosten wird, dass es ein großer Schaden ist und dass es sehr frustrierend ist. Er hat Folgendes dazu gesagt: Ja, es ist enttäuschend. Wir sind nur rausgefahren, um den Rennstart zu simulieren und um Daten für den Grand Prix am Sonntag zu sammeln. Und dann hat Mick auf dem Weg zurück in die Box das Auto beschädigt. Er bekam Aquaplaning und krachte in die Leitplanke, was das Auto ziemlich stark beschädigte. Die gesamte Front ist stark beschädigt. Aber wir müssen auch das gesamte Chassis wechseln, weil wir nicht sicher sind, ob es einen Riss hat oder nicht. Und mit dem Chassis kann man kein Risiko eingehen. Es ist besser, 100%ig sicher zu sein, dass das Auto für morgen in gutem Zustand ist. Es ist sehr frustrierend, aber für das 3. freie Training wird das Auto morgen früh da sein. Die Jungs werden einen langen Abend haben, aber sie werden das Auto wieder reparieren. Und wir haben alle Teile, das ist kein Problem. Ja, das war die enttäuschte Aussage von Günther Steiner und aus der deutschen Ecke bekommt Mick Schumacher von Sebastian Vettel ein bisschen Rückendeckung, der Folgendes dazu gesagt hat: Es ist eine sehr schwierige Ecke da, es waren blöde Bedingungen, zudem sind die Reifen nicht auf Temperatur und dann hat Mick das stehende Wasser, was dort über die Strecke läuft, erwischt. Es ist eine Stelle, da weiß man nie, ob man lupfen soll oder nicht. Man lupft ein bisschen und manchmal ist es nicht genug. Natürlich ist das ein Fahrfehler, aber ehrlich gesagt ist nicht so viel Wasser auf der Strecke. Das sollten die Reifen besser abkönnen. Ja, und noch ein Deutscher hat Stellung dazu genommen, und zwar sein Onkel Ralf Schumacher. Der hat Folgendes dazu gesagt: Das ist sehr ärgerlich, gerade am Ende einer Session das Auto so kaputt zu machen. Das ist genau das, was ihm schon häufig vorgeworfen wurde und tut natürlich besonders weh.
Ja, das war jetzt halt wirklich unglücklich für Mick Schumacher. Das ist nicht gut für seine Zukunft, aber er kann es noch herumreißen, wenn er im Rennen gut ist, weil da werden Punkte vergeben und da zählt es. Aber jetzt verpasst er halt das zweite freie Training und dann wird das wieder so ein Teufelskreis an diesem Rennwochenende, dass er zu wenig Übung hatte und dann vielleicht sich wieder hinter Kevin Magnussen qualifiziert und dann eben wieder diese Ausreden gefunden werden müssen, sozusagen dann, wenn es im Rennen nicht läuft, dass er ja zu wenig Übung hatte und so weiter. Das ist einfach nicht gut, das muss man ganz klar betonen. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass im Regen von Suzuka irgendetwas Besonderes möglich sein wird für ihn. Da können ja oft langsamere Autos etwas Besonderes zeigen. Wir haben es jetzt gesehen im ersten freien Training, Fernando Alonso der Schnellste. Und vielleicht kann Mick Schumacher da im Rennen, dann wenn es Zählbares gibt, irgendwas noch rausholen und so wieder auf sich aufmerksam machen. Und ich hoffe ihn, dass es wirklich gut läuft und dass er weiter in der Formel 1 bleiben kann. Wirklich, ich würde es ihm sehr gönnen. Er ist ein netter, feiner Kerl. Das war's auf jeden Fall zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, wenn dem so ist. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.